Ich darf Sie alle herzlich grüßen, die Sie in den Caritas-Konferenzen engagiert sind. Es hat mir außerordentlich leid getan, dass ich das Jubiläum hier in Osnabrück nicht mitfeiern konnte und wir überhaupt nicht feiern konnten unter den Bedingungen, die nun mal uns aufgegeben sind. Umso mehr möchte ich aber auf diese Weise noch einmal gratulieren zu diesem Jubiläum, aber auch Danke sagen für das, was da geschieht. Über 30 Jahre kenne ich Caritas-Konferenzen mit ganz hohem Engagement, überwiegend von Frauen, ja fast nur von Frauen. Und das ist ein Netzwerk, das man nicht unterschätzen darf, denn wir können nicht nur Institutionen und organisierte Hilfe und professionelle Hilfe haben. Wir brauchen dieses Netzwerk der ganz eigenen Profession, nämlich einer hohen Lebenskompetenz und einer Zuwendung zu Menschen vor Ort und einer Wahrnehmung auch der Not, die dadurch geschieht. Ich glaube, dass die gesamte Caritas als große Einrichtung der Kirche und auch als Grundanliegen der Kirche diese Menschen vor Ort braucht, die unmittelbar mit den Menschen in Kontakt kommen, sich ehrenamtlich einsetzen. Das ist ja ein ganz großes Pfund, das wir in Zukunft noch mehr brauchen. Und deswegen wollte ich so gerne das Jubiläum mit Ihnen feiern, Danke sagen für das, was geschehen ist, aber noch mehr auch darum zu bitten, wie wir in neuen Formen und immer wieder engagiert nach vorne gehen. Ich denke, dass sogar in der künftigen Weise der Kirche, wo viele dem Gottesdienst nicht mehr so verbunden sind, gerade diese Netzwerke wichtig sind, die Menschen auffangen oder auch Menschen in Berührung bringen mit Einrichtungen, die ihnen helfen können. Das, denke ich, gehört zum Aufbau einer neuen Weise von Kirche für die Zukunft sehr dazu. Also herzlichen Dank und Gottes Segen für die weiteren Schritte. Und ich denke, wir bleiben in guter Verbindung.